8 Tage sind es noch bis Wembley. Wie geht man so eine letzte Woche vor einem Champions League-Finale an? Ich glaube, wir schauen, dass wir alles ein bisschen beim Alten noch belassen. Wir versuchen so ein bisschen eine Routine reinzukriegen, eine gewisse Normalität auch. Wo ich glaube, ist wichtig für uns als Team, von der Einstellung her, und wir freuen uns riesig alle. Ich höre das lustigerweise jetzt bei jedem, mit dem ich spreche, egal ob Relegation, egal ob Europa League-Finale, egal ob Champions League-Finale. Warum ist so eine Routine für euch so wichtig? Ich meine, es ist ein sehr spezielles Spiel, das weiß jeder, es ist ein Champions League-Finale. Ich glaube, du stehst nicht so oft in einem Champions League-Finale, aber man freut sich natürlich riesig darauf, aber du willst jetzt trotzdem nicht irgendwas Neues, irgendwas Spezielles machen. Du willst eigentlich bei dem bleiben, was auch in der Vergangenheit funktioniert hat, was dir Sicherheit gibt, was dir ein gutes Gefühl gibt. Und nicht genau darum geht es. Am Ende sind es 90 Minuten. 90 Minuten Fußball, das kennen wir alle. Und mit der Einstellung müssen wir auch reingehen. Was ist Ihre spezielle Routine, Ihre eigene Routine? Gibt es da was? Nichts Spezielles, mit dem Team hauptsächlich. Wir sind da alle relativ eng miteinander. Das nimmt sich alles jetzt nicht so viel. Merken Sie denn, dass eine andere Stimmung, eine andere Anspannung herrscht? Ich glaube jetzt aktuell noch nicht, nein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein bisschen kommen wird. Ne? Klar wirst du da vielleicht eine andere Anspannung haben, wie vom Bundesligaspiel, sag ich mal. Aber es macht Spaß. Ich meine, es sind genau diese Spiele, von denen du immer geträumt hast, auf die du dich riesig freust. Und diese Anspannung, das hilft dir auch gerade in dem Spiel, in solchen Spielen. Es hilft dir nochmal ein bisschen extra Power irgendwo rauszuholen, nochmal ein bisschen extra Motivation. Und ich glaube, es wird ein sehr spezielles Erlebnis, auf das wir uns alle sehr, sehr freuen und extrem motiviert sind vor allem. Sie treffen ja jetzt auf Spieler, die Sie nicht jedes Jahr in der Bundesliga wiedersehen, sondern es sind ja dann schon nochmal andere Kicker, wie zum Beispiel ein Vinicius Junior in der Offensive. Wie gehen Sie da persönlich dran? Schauen Sie sich da ganz speziell Videos an, wie er abschließt, wie er fintiert? Oder kennen Sie die sowieso aus dem Fernsehen? Klar kennst du solche Spieler. Wir haben jetzt in den anderen Spielen, wo wir hatten, haben wir nicht viele schlechte Spieler gehabt, gegen die wir gespielt haben. Also von daher, da ändert sich nicht super viel. Ich glaube, sobald du in eine K.O.-Phase gehst in der Champions League, hast du fast nur noch wirklich sehr, sehr gute Mannschaften, gegen die du spielst, und sehr außergewöhnliche Spieler auch. Dass du da Video anguckst von gewissen Spielern, das ist ganz normal heutzutage. Ich glaube, das ist auch nichts Spezielles. Das hast du einmal individuell, wo du natürlich deine eigenen Szenen so ein bisschen anguckst, und einmal hast du das natürlich als Team. Und wie gesagt, ich glaube, das ist heutzutage im Fußball oder allgemein wahrscheinlich im Profisport relativ, Team-Profisport wahrscheinlich relativ normal. Wie schwer wird die Erfahrung wiegen in so einem Finale? Also Sie haben es gerade gesagt, Sie spielen wahrscheinlich nicht so oft ein Champions-League-Finale. Für Toni Kroos gilt das jetzt nicht. Der hat da schon ein paar Mal mitmachen dürfen. Wie wichtig ist da so eine gewisse Erfahrung? Oder wie von Vorteil kann es auch sein, dass ihr da vielleicht so ein bisschen unbekümmerter reingeht? Ich glaube, es ist schwer zu sagen. Auf jeden Fall, Erfahrung ist immer etwas Gutes. Das ist ganz klar, wenn du schon mal, wenn du diese Spiele kennst, wenn du dieses Umfeld kennst, alles, was vielleicht auch bis zum Spiel dahin alles auch noch kommen wird, sei es jetzt Medien, sei es alles drumherum, wenn du das noch kennst, klar, kann ein Vorteil sein, aber muss nicht unbedingt. Wie gesagt, wir haben riesiges Selbstvertrauen nach dieser ganzen Champions League-Kampagne, wo wir hinter uns haben. Wir wissen, wir haben ein super Team, wir wissen, wir können jeden Gegner schlagen, und wir haben eine riesige Vorfreude. Ich glaube, wir haben ein sehr spezielles Spiel, was wir uns verdient haben, wo auch nicht normal ist, aus Borussia Dortmund immer in so einem Spiel zu stehen. Wir wollen da einfach das Maximum rausholen. Ich glaube, es war ein riesen Schritt, überhaupt ins Finale zu kommen, aber ich finde, das Ziel ist nicht nur ins Finale zu kommen, sondern natürlich auch das Finale zu gewinnen, ganz klar. Und von daher, glaube ich, ist eine Ja, haben wir einfach extrem Bock aufs Spiel, und von daher werden wir alle heiß sein. Und dann in Wembley. Ist das nochmal was extra Besonderes bei diesem Spiel? Ich glaube nicht, nein. Für mich zumindest nicht wirklich. Mich interessiert jetzt nicht unbedingt, wo das Spiel stattfindet, sondern Hauptsache, dass du in dem Spiel auf dem Platz stehst, wo das dann ist, das nehme ich überall.
mit Marco und Mats habt ihr natürlich auch zwei erfahrene Spieler im Kader. Sie standen beide schon mal im Champions-League-Finale. Sucht man da als Spieler auch nochmal den Austausch, wie so das Erlebnis dann Champions-League-Finale auch ist? Was heißt denn Austausch? Ich glaube, das machen sie von sich aus. Wie gesagt, sie sind zwei sehr erfahrene Spieler, sind beide schon in sehr großen Spielen gestanden, beide schon im Champions-League-Finale gestanden. Und von daher sind es auch sie natürlich die, wo so ein bisschen ein, zwei Inputs geben können, nochmal mit den Trainern, mit den Coaches reden können, mit den Teamkameraden reden können, vor der Mannschaft reden können. Das passt aus. Ihr arbeitet sehr fokussiert, habt eure Routine gefunden für die letzten Wochen. Jetzt soll es gestern mal eine etwas andere Einheit mal gegeben haben. Wie wichtig ist dann auch so der Spaßfaktor in dieser unfassbar anstrengenden Zeit, um den jetzt nochmal reinzuholen, Lockerheit zu generieren? Auf jeden Fall ist es natürlich ein wichtiger Punkt. Wie schon gesagt, ich glaube, du willst jetzt nicht irgendwas groß anders oder groß Spezielles machen. Das Spiel an sich ist schon speziell genug. Von daher, hat es sicher Spaß gemacht, so ein bisschen auch was anderes zu machen. Das haben wir schon ein, zwei Mal gemacht. Das war jetzt nicht das erste Mal, wo wir es gemacht haben. Macht Spaß, ist eine gute Sache und ist wichtig, ja. Nochmal spielerisch, was erwartet euch mit Real Madrid? Welchen Fokus werdet ihr legen? Was erwartet ihr? Klar, ich meine, Real hat extrem starke individuelle Spieler natürlich, haben sehr viel Erfahrung, wo wir auch schon angesprochen haben. Viele Spieler, wo schon in einigen großen Spielen standen, wo schon einige Male die Champions League gewonnen haben. Real Madrid als Verein ist natürlich auch, gerade was Champions League angeht, der Name eigentlich. Von daher wird uns eine sehr, sehr erfahrene, sehr erwachsene und auch einfach eine sehr, sehr gute Mannschaft gegenüberstehen, die natürlich auch mit den individuellen Spielern sehr viel Qualität hat und immer wieder gefährlich werden kann. Gerade mit einem Toni Kroos aus dem Mittelfeld auch natürlich einen sehr intelligenten Spieler hat, der immer wieder gefährliche Bälle spielt und immer wieder seine Vorderleute gut in Szene setzt. Von daher müssen wir sicher wach sein. Es wird ein sehr, sehr intensives Spiel für uns werden. Klar müssen wir auch mal in Ordnung sein, wenn wir nicht den Ball haben, gegen den Ball verteidigen, was auch eine Stärke von uns ist. Und dann selber natürlich immer wieder gefährlich sein. Ich glaube, sehr, sehr wichtig wird sein, dass wir mutig sind, dass wir füreinander da sind, füreinander kämpfen und einfach als Mannschaft auf dem Platz einfach das Beste geben, was wir können. Und miteinander auf diesen Weg auch gehen dann. Wir haben immer wieder gezeigt, wie gut wir auch defensiv sein können, gerade in der Champions League, als Team und immer wieder auch sehr gefährlich werden können vorne mit unseren Unterschiedsspielern. Wir haben sehr viel Tempo, von daher glaube ich, werden unsere Chancen kommen und ich freue mich sehr. Letzte Frage noch, bitte. Emre, du hast die Reise eben angesprochen. Ihr habt den Glauben nie an euch verloren, trotz Todesgruppe, trotz zwei Punkten, erst ein Punkt nach zwei Spielen. Was waren für dich in dieser Champions-League-Saison diese ein, zwei Momente oder Spiele, die euch so richtig noch den Glauben gegeben haben, dass ihr den ganzen Weg gehen könnt? Ich glaube, das erste Mal war sicher auswärts in Newcastle, wo wir das 1-0 da gewinnen konnten. Ich meine, wir sind mit einer Niederlage und einem Unentschieden da gestartet. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, von Anfang an, schon wo wir in diese Gruppe reingerutscht sind, am Ende musst du alle guten Vereine schlagen, wenn du weit kommen möchtest in der Champions League. Von daher habe ich mich sehr gefreut auch auf die Gruppe, weil wir nur wirklich klasse Spiele hatten, schon in der Gruppenphase. Es war von Anfang an eigentlich, wussten wir, hey, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Da gab es nicht viel Platz für Fehler oder für Nachlassen. Ne? Und genau um das geht es in der Champions League. Das macht Spaß und ich glaube, von Anfang an war unser Mindset schon relativ klar, dass wir gegen die Besten gewinnen wollen, dass wir gegen die Besten antreten wollen. Und das haben wir bis jetzt gemacht und jetzt haben wir die Chance in einem Finale gegen Real Madrid ganz genau wieder so anzutreten und mit den Besten der Welt zu messen. Und genau um das geht es im Fußball. Das ist das, was jeder geträumt hat, auf das wir uns auch riesig freuen als Mannschaft. Und ich glaube, es wird eine riesen Challenge werden, auf jeden Fall, weil ganz klar, Real Madrid mit der Mannschaft, mit der Erfahrung ist natürlich eine riesen Mannschaft und da kommt einiges auf uns zu. Aber genau das ist das, wo du als Profisportler auch für lebst, für solche Challenges, für solche Spiele. Und ich glaube, es wird eine richtig geile Sache werden.